Hallo zusammen und welcome back. Heute melde ich mich bei euch, um euch eine Lampe zu zeigen, die ich im Auftrag einer Kundin gezaubert habe. Und die Grundlage war hier ein alter Melitta Kaffeefilter, der zu einem Lampenschirm umfunktioniert wurde. Und ich nenne diese Lampe auch immer gerne Sahnehäubchen, weil die Halterung aus einem alten Baldachin gezaubert wurde, sodass alles mit diesem Messing-Lichthalterschlauch, den ihr hier seht, an der Wand montierbar ist. Natürlich wäre es möglich, diese Wandlampe auch einfach zu installieren mit den Kabeln, die aus der Wand kommen. Aber das war in diesem Fall nicht gewünscht, weswegen ich hier diesen braunen Textilschlauch, dieses braune Textilkabel verwendet habe. Ich habe alles mit einer kleinen Häkelkirsche verziert, weil ich von meiner Kundin weiß, dass sie sehr gerne solche handarbeitliche Details mag. Und es war auch mir wichtig, so weit wie möglich, soweit es auch die Sicherheit erlaubt, alte Bestandteile zu verwenden. Also eben diesen alten Kaffeefilter, diesen alten Baldachin, auch hier dieser alte Messingteller, den ich auf einem Flohmarkt gekauft habe. Und jetzt zeige ich euch noch ein bisschen einen Rundumblick, soweit es möglich ist, weil die Lampe eben schon montiert ist, damit ihr euch einen Eindruck verschaffen könnt. Ich werde euch auch auf die Reise mitnehmen und noch andere Lampen vorführen und für all die, die gerne selber so etwas kreieren möchten, den ein oder anderen Link setzen für die Produkte, die ihr dafür benötigen werdet. Und es wird auch in den kommenden Monaten einige Tutorials von mir geben, wie ihr solche kreativen Lampen selber nach euren Wünschen gestalten könnt. Ich verabschiede mich jetzt bei euch mit diesem, wie ich finde, wunderschönen Bild und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei der nächsten Lampe, die ich euch vorführe. Tschüss!